Guten Tag, hier spricht wieder Dr. Kiene vom Team Abnehmen mit Garantie.de. Heute unser Thema, wie viel sollen wir trinken? Diesem Thema sollten wir uns einmal widmen. Das hat natürlich auch etwas mit Abnehmen zu tun, das wissen Sie wahrscheinlich. Dazu kommen wir aber am Schluss dieses kleinen Videos. Zunächst einmal, wofür ist überhaupt das Trinken wichtig? Warum ist das Trinken wichtig? Wasser hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe für die Funktion der Organe. Und Wasser ist ja nun mal Hauptbestandteil der Getränke, die wir zu uns nehmen. Ein Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, zum Beispiel am Gehirn. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie lange nichts getrunken haben oder mal einen Tag lang relativ wenig getrunken haben, weil Sie nicht dazu gekommen sind, dass Sie dann Kopfschmerzen bekommen. Das liegt daran, dass unser Gehirn eben auch abhängig ist vom Wasser. Und da sehen Sie einen sehr schönen Zusammenhang zwischen diesen beiden. Zwischen der Wasserversorgung und eben dem, was man dann auch subjektiv merkt an Störungen. Ein anderes Beispiel wäre, das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie über einige Tage immer etwas zu wenig getrunken haben, dass dann irgendwann die Haut etwas trocken wird, je nach Veranlagung. Und so kann man das für jedes Organ durchgehen. Ist ja auch relativ klar, denn der Mensch besteht nun einmal zu etwa 2/3 aus Wasser und es ist offensichtlich oder nachvollziehbar, dass hier ein reger Austausch der Flüssigkeit stattfinden soll. Jetzt so ein paar Zahlen. Wir verlieren ca. 2,5 Liter Wasser jeden Tag durch die Atmung, durch die Haut, durch das Schwitzen. Bei warmen, heißen Temperaturen sogar oft über 3 bis 4 Liter und die müssen wir natürlich irgendwie kompensieren. Die müssen wir irgendwie auf der anderen Seite auch wieder zu uns nehmen. Und das geschieht üblicherweise oder als Empfehlung mindestens zu 1,5 Liter über das Trinken. Und der Rest wird dann üblicherweise mit der Nahrung aufgenommen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass zum Beispiel an heißen Tagen das Trinken nicht ausreicht, muss man dementsprechend etwas mehr trinken. Aber das ist so die grobe Regel. Jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Tipps mitgebracht. Auch wenn es banal klingt, beachten Sie Ihren Durst, denn das ist nun mal der Hauptgradmesser, der Hauptindikator, ob Sie Flüssigkeit gerade zu sich nehmen sollten oder eher nicht. Man kann natürlich auch, das ist auch letztlich gesund und hilft auch beim Abnehmen, wenn Sie das dafür zum Beispiel auch einsetzen wollen, über den Durst trinken. Bis zu 8 bis 10 Litern kann der menschliche Körper problemlos vertragen. Mehr aber bitte nicht, also denken Sie nicht, nach oben wäre keine Grenze, doch ist eine Grenze. Ganz, wenn man wirklich zu viel Wasser zu sich nimmt, dann hat das dann doch letztlich Probleme. Der Körper kann dann diesen Austausch nicht mehr verarbeiten und das führt dann doch zu gesundheitlichen Problemen. Aber bis zu 8 bis 10 Liter, und das schafft man ja in der Regel überhaupt nicht, ist das überhaupt kein Problem, über den Durst zu trinken. Dann als Tipp, ob Sie jetzt abnehmen wollen oder nicht, ist es einfach auch ein Gesundheitstipp, möglichst Getränke ohne Kalorien zu sich nehmen, wäre mein Rat. Also klassischerweise Wasser oder ungesüßten Tee oder ungesüßten Kaffee. Bitte möglichst nicht gesüßte Getränke. Warum? Die Kalorien, die Sie da drin haben, sind zwar Kalorien, machen Sie also letztlich, führen zu einer Gewichtszunahme, wenn Sie Pech haben, machen auch die typischen Nebenwirkungen in gesundheitlicher Hinsicht, wenn man zu kalorienreich Nahrung auf sich nimmt, machen aber auf der anderen Seite nicht satt, sind sogenannte leere Kalorien. Und deswegen davon strikt abzuraten. Und, habe ich Ihnen auch nochmal mitgebracht, ja, es hilft auch beim Abnehmen das viel Trinken, insofern auch das vielleicht hier berücksichtigen. Viel, viel Trinken hilft beim Abnehmen. Erstens sind Sie nicht so hungrig und zweitens regen Sie den Stoffwechsel an, sodass dann der Fettabbau letztlich etwas forcierter stattfinden kann, wenn Sie viel trinken. Okay, das war's von unserer Seite. Wie immer, wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie auf den Link unter diesem Video oder gehen direkt auf www.abnehmenmitgarantie.de. Machen Sie gerne einen Daumen nach oben Klick oder hinterlassen Sie einen Kommentar, abonnieren Sie diesen Kanal, was auch immer. Auch vielleicht alles zusammen. Letztlich ist es so, wir machen diese Angebote kostenlos und uns motiviert das natürlich immer, wenn Feedback von außen kommt, damit dann auch weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal dann, Ihr Dr. Kiene.